Wir begrüßen euch heute zu unserer ersten Übungsstunde. Ihr seht die Sportler, die ihr eigentlich aus der Halle könnt. Wir starten mit Sonja. Erste Übung. Zur Erwärmung walken am Ort. Das könnt ihr variieren. Mit Arme, mit Armkreisen vorwärts, rückwärts, einzeln und beide Arme. Das solltet ihr mindestens 2 Minuten absolvieren. Zweite Übung. Die zeigt uns Finn. Aus der Grundstellung in die tiefe Vorbeuge und in die Sitzposition. Diese Sitzposition kurz halten und wieder in die tiefe Vorbeuge. Das Ganze solltet ihr in 10 Sekunden Sitzposition halten und 3 bis 5 Mal wiederholen. Dritte Übung zeigt uns Nicole die Bergsteigerübung. Wir gehen in die Liegestützposition und jedes Bein abwechselnd beugen und strecken. Die erste Klasse sollte es mindestens 4-mal schaffen, jedes Bein, die zweite Klasse 6-mal und die dritte Klasse 8-mal. Die Übung 4 ist das bekannte Rumpf aufrichten. Diese Übung zeigt uns Cora. Die erste Klasse mit den Armen aus der Vorhochhalte, Bein aufrichten, nach vorn über die Knie schieben. Klasse 2 und 3 kann schon mit einem Kreuz arbeiten und die Ellenbogen über die Knie schieben. Diese Übung sollte die erste Klasse mindestens 8-mal und Klasse 2 und 3 zwischen 10 und 20-mal absolvieren. Die fünfte Übung zeigt uns Muriel. Ausgangsstellung ist die Übung aus dem Yoga, der Hund. Beine sollten gestreckt sein, die erste Klasse jeweils 3-mal rechtes und linkes Bein hinten hochspreizen und die zweite und dritte Klasse sollte dieses jeweils 5 bis 8-mal. Die sechste und letzte Übung für unseren ersten Kreis sind die bekannten Liegestütze. Als erstes für die Kleinsten aus dem Kniestand mindestens 8-mal. Als erhöhten Schwierigkeitsgrad für die zweite und Drittklässler die Füße aufgestellt oder die Füße auf einer Erhöhung mit umgeklappten Füßen mindestens 10 bis 20 Stück. Dankeschön. Das ist unser erster Kreis. Ihr solltet diesen, die erste Klasse, mindestens 2-mal und die zweite und dritte Klasse mindestens 3-mal durchführen.